So, los, jetzt ernst. Hallo liebe Handballfans, wir melden uns pünktlich wieder zum nächsten Heimspiel-Einladungsvideo. Und zwar sind wir diesmal nicht in der Arena, sondern wir sind in Leipzig, in der Jahnallee, in der Löwentanke. Hier trifft man sich öfter, keiner weiß genau, warum das Ding hier Löwentanke heißt, aber es ist ganz nett hier, sagen wir mal so. Ich sitze hier mit Rico und Pavel, die beiden werden ja zum Sommer den Verein verlassen. Wie fühlt sich das an? Wie ist eure Situation jetzt gerade, Rico? Gut, also ich denke, es ist einfach so im Sport, dass man kommt und sich mal immer auch trennt und ja, wir haben beide die Entscheidung gefasst und der Verein auch in dem Fall. Und ja, dann werden wir den Verein bis zum 30.06. und den Verein begleiten bis zum 30.06. und dann gehen wir getrennte Wege. Also, ich denke, das ist halt ganz normal. Pavel, wie ist es mit der Motivation, wenn man weiß, dass man egal ob erste oder zweite Liga sowieso für einen anderen Verein spielt? Ja, wir sind beide Profis mit Rico, wir haben es beide schon mehrmals erlebt, wir sind beide schon zweimal aufgestiegen. Wir wollen natürlich auch den Hattrick machen und das wäre schön, das wäre ein schöner Abschluss hier in Leipzig. Und ja, wir freuen uns auf jedes Spiel, vor allem auf die Heimspiele von unserem tollen Publikum und unterstützt euch. Ja. Da hier einstimmig beschlossen wurde, dass es mein Job ist, lade ich euch jetzt zum nächsten Heimspiel ein. Am 1.3.19:30 Uhr in der Arena Leipzig werden wir uns alle wiedersehen, auch der da drüben, der nicht im Bild ist. Kommt alle und unterstützt die Jungs und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss. Oh mein Gott. Spiel ist am 1.3.19:30 Uhr in der Arena. Ja, aber nee, das wollte ich euch nur so sagen, falls ihr das wisst, nicht wisst. Wann spielt ihr, wo, gegen wen? Aber wann spielt ihr? 1.3.19:30 Uhr? Arena Leipzig. Okay. Wann? Wiel ist am 1. März 19:30 Uhr in der Arena. Ja, wir spielen aus. Ja, ich bin in der Arena Leipzig. Wir spielen ersten Ding. Man sagt, du bist doch, das ist eigentlich dein Job, wir haben schon was gesagt. Du sitzt auch nicht hinter das Tor, wenn Alex spielt. Outtakes haben wir jetzt genug. Ja, schon.